Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemmer, Paderborn Beziehungscoach in Hamburg, Berlin, in der Nähe von Murnau und ist mein Videolog rund um die Themen Dating, Beziehung, Liebe. Meine Hauptarbeit online findest du auf liebeship.de und genau, heute geht's mal wieder Buch kaufen, sehr cooles Buch, sehr cool, nicht so einfach, also ein bisschen nicht ganz so Einstiegsbuch, aber ich finde es eigentlich echt cool. Ja, geht darum, wenn man jemanden kennenlernt und findet den cool oder ist in einer Beziehung oder die Beziehung zerfällt gerade, wie handelt man das? Es gibt ein Mega-Gewitter hier gerade. Ja, hoffe, wir kriegen das hin, spricht dann direkt ins Mikro. Hallo lieber Christian, ich wollte schon längst mal eine Story schicken, allerdings immer mehr mit dem Fokus auf dem jeweiligen Mann, den ich date oder mal kurze Beziehung führe. Mittlerweile stellt sich mir immer mehr die Frage, wie ich eigentlich bin. Ich bin eine junge Frau, in den 30ern, Mama zweier Kinder, jeweils von zwei verschiedenen Männern. Zudem finde ich mich sehr hübsch, sehr lustig, lebensbejahend und ziemlich oft sehr optimistisch. Na, entscheidend ist ja der Liebeschip, ne? Nun möchte ich gerne zu meinem aktuellen Thema etwas sagen. Ich habe jemanden kennengelernt, er war zu diesem Zeitpunkt noch in einer Beziehung, auf beruflichen Wegen, wir haben uns in dem Seminar gut verstanden und haben im Anschluss Telefonnummern via Mail ausgetauscht, die ich ihm schrieb, da ich noch nicht allzu lange in dem Unternehmen arbeite und gerne mein Netzwerk vergrößern wollte. Okay, gut, ich meine, es ist immer die Frage, macht man das wirklich, um sein Netzwerk auszudehnen oder hat man schon im Hinterkopf, oder bescheißt man sich da ein bisschen selber und denkt, ja, den will ich jetzt daten, also die geht nur darum, dass man Kontrolle über sein Leben hat, so, ne? Also wenn er nur fürs Netzwerk ist, wunderbar. Ansonsten würde ich nicht sagen, man sollte mit Menschen, die in einer Beziehung sind, Nummern austauschen. Also man, ja, ich will es nicht wieder sagen, keine Dreiecke. Ich komme mir schon vor wie so ein Sprechautomat, aber es ist halt, jeder zweiten Mail ist irgendwie ein Dreieck. Warum? Dreiecke kreieren nur Scheiße, nur Ärger, Probleme. Und ja, wenn wir schon anfangen, Nummern rausgeben, also mein Gott, macht was ihr wollt, aber ist natürlich schon mit einem Fuß drin im Dreieck, ne? Danach trafen wir uns nochmal beruflich. In der Zeit hatten wir auch immer wieder Kontakt via WhatsApp. Ich merkte dabei immer mehr, dass er mehr Interesse an meiner Person hat. In der Zeit erfuhr ich auch, dass er in seiner Beziehung es nicht gut läuft und sie das schon des Öfteren beenden wollte. In meiner Welt zählen Worte leider gar nichts. Also mich kann man mit sowas nicht beeindrucken, weil alle Leute, die sich nicht trennen wollen, aber nebenbei Affären führen wollen, erzählen immer, also alle vielleicht nicht, aber viele erzählen immer so einen Scheiß, ne, mit ja, ich wollte mich gerade trennen, aber mein Goldfisch hat Leberkrebs gekriegt und was soll ich machen? Und fast hätten wir uns getrennt, aber wir wohnen noch zusammen. Wir haben uns getrennt, aber ich schlafe noch in einem Bett zusammen. Also ich lese sowas jeden Tag, so eine Scheiße. Und mich würde das überhaupt nicht irgendeiner Weise irgendwas ausmachen, wenn sowas gesagt wird, ne? Er rief mich eines späten Abends an und eröffnete mir, dass er mich sehr interessant findet und mich gern kennenlernen würde. Daraufhin sprach ich seine aktuelle Beziehung an und sagte ihm, dass ich mich, wenn, dann nur auf ein Kennenlernen einlassen möchte, wenn er nicht mit seiner Partnerin zusammen wäre. Grundsätzlich richtig, alles gut, kann man so machen. Nur, ich möchte nur feststellen, dass dieser Mensch unter Umständen nicht loyal ist. Ich will es ja nur sagen, hab's nur mal gesagt. Aber klar, es kann natürlich sein, es gibt es natürlich, manchmal gibt es Übergänge, findet man jemand Neues. Die Frage ist nur, ob dieser Mensch überhaupt in einem Übergang ist. Also ich weiß nicht, ich könnte wirklich ein Telefonbuch schreiben von Mails, wo Leute mir gesagt haben, ja, er wollte sich trennen, fast hätte er sich getrennt. Die Beziehung war schon am Zerfallen und dann trifft man irgendwann die andere Frau und die sagt, er war gar nichts am Zerfallen, nur eine ganz normale Beziehung. Ich will es ja nur mal gesagt haben, ne? Ja, ich sagte daraufhin, ja, nee, warte mal, ja genau, verstand er alles und fragte, ob ich warten würde, bis er es beendet hätte. Ich sagte daraufhin, ja, würde ich nie ja drauf sagen. Ich würde sagen, ja, weiß ja nicht, wie lange, keine Ahnung, das Leben geht weiter, dein Leben geht weiter, mein Leben geht weiter. Melde dich, wenn du soweit bist, ne, das kann man maximal sagen. Wir trafen uns eines Nachmittags auf einen Spaziergang und quatschten. Nach dem Treffen sagte er mir, dass er das Treffen sehr schön fand, er mir gerne näher kommen wäre, aber meine Prinzipien wisse. Na, ich muss mich natürlich schon fragen, warum ich mich überhaupt mit ihm triffst dann. Aber gut. Daraufhin sagte ich ihm, dass ich so lange nicht zuhöre, solange er noch in einer Beziehung sei. Es dauerte nicht lang und er trennte sich. Okay. Woher weißt du das? Hat er das nur gesagt? Oder hast du wirklich
Belege dafür. Just saying, wie oft so über sowas gelogen wird, man glaubt es nicht. Leute, ich kann es auch nicht ändern. Ich war früher auch so naiv, ey, mein Gott, ey. Man glaubt es nicht. Man sollte einfach, ich weiß nicht, eigentlich sollte man natürlich Sachen glauben, aber naja. Die Trennung ist jetzt einen Monat her. Er lebt noch mit ihr zusammen. Ja, es geht schon los. Bis zum kommenden Wochenende, sie zieht dann aus. Okay, ich frage nur, weißt du es oder sagt er das? Sorry, dass ich da so streng bin, aber es ist einfach nur Erfahrung in diesen Mails. Wir trafen uns dann und hatten einen schönen witzigen Abend, an dem nichts lief, außer einen Kuss quasi zum Abschied. Ja, so, ich will jetzt auch nicht zu streng sein, komm, draufgeschissen. Daraufhin folgten noch zwei weitere Dates, bis wir miteinander schliefen. Du weißt immer noch nicht, ob er wirklich getrennt ist. Sorry, dass ich so schlimm bin, aber ich hätte ja dann auch gewartet, ich hätte gesagt, okay, bis sie aussieht und dann treffen wir uns bei dir. Ich komme dann mal vorbei. Du wohnst ja jetzt alleine, oder? Ich meine, die Welt ist so, ich kann es nicht ändern, Leute, ey, wirklich, ey. Bis dahin war er voll offensiv und unser Kontakt via WhatsApp bis dato fiel, allerdings nahm der Kontakt seither immer mehr ab. Ja, fucking Red Flag, keine Kontinuität, Beziehung entwickelt sich rückwärts, kann man sofort beenden, die Scheiße, ja. Gesunde Beziehungen entwickeln sich vorwärts und nicht rückwärts, ne? Zumindest über einen langen Zeitraum. Ja, seine Aufmerksamkeit mir gegenüber nahm ab. Wir treffen uns noch ein bis zweimal die Woche. In mir kommen immer mehr Zweifel, ob er mich überhaupt noch weiter kennenlernen möchte. In mir kommen auch Zweifel, ob er überhaupt getrennt ist. Naja. Aber gut, wenn die Beziehung eh nicht vorangeht, ist ja auch wurscht. In der sagten Zeit sagt er mir auch öfter, was er gern alles mit mir machen und erleben möchte. Nun warte ich tatsächlich drauf. Oh Gott. Ich würde ja so gerne mit dir ein Wochenende ins Grüne fahren. Ja, mach doch. Ne, geht nicht. Sie muss meiner Freundin noch beim Umzug helfen. Der hat sich verschoben um 4 Wochen. Ich muss noch Pakete packen. Mein Golfclub hat einen Halmeabend. Gott, Leute, ey. Ich sprach noch schon zweimal darauf an, ob alles okay sei bezüglich meiner Person. Nein, du musst einfach sagen, wenn er sagt, ich würde das gerne mit dir machen, dann sagst du, ja, mach doch. Ja, komm, machen wir, mach einen Termin. Zack, 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 zack. Wann machen wir das? Und wenn es nicht klappt, sorry, kannst vergessen. Leute, ihr könnt es einfach vergessen. Vergesst es, vertane Zeit, wirklich. Er sagt darauf immer ja und fragte, wie ich drauf käme. Ja Gott, wie kommst du da bloß drauf? Wissen wir auch nicht. Er sei auch ein ziemlicher Kopfmensch und es gibt einige Themen, die ihn gerade beschäftigen. Ja, jetzt kommen die Storys, Arbeit und die Stimmung daheim, was ich verstehen kann. Er sich allerdings immer sehr gut fühlt, wenn wir uns sehen. Allerdings sind die Treffen auch immer etwas heimlich. Oh, Leute, bitte, bitte. Bitte schick mir keine Dreiecksmails mehr. Bitte, bitte, bitte. Keine Dreiecke. Vielleicht bist du ja auch neu, ich weiß es nicht. Also warum sage ich das? Weil, ja, wenn du seine neue Freundin bist, warum heimlich? Wenn er sich auch noch wegen dir getrennt hat, warum heimlich? Und wenn er bei mir ist, fährt er abends auch wieder heim, da seine Ex es nicht mitbekommen soll. Ich dachte, ich wäre schon ausgezogen. Warum sind diese Mails immer gleich? Leute, das Toxische ist immer gleich. Es ist verrückt. Es ist immer gleich. Es ist immer das Gleiche. Nur gesunde Beziehungen haben so einen Variantenreichtum. Hier ist es immer das Gleiche. Ich schlafe seither schlecht. Ja, das glaube ich. Vieles dreht sich gedanklich um ihn, dass er anders ist, seitdem wir dann ein Team miteinander geworden sind. Mach dir doch gar nicht so viel Gedanken, das ist ja mein ganzes Konzept von Standards und Dealbreaker Modul 1, dass man einfach für sich ein Koordinatensystem aufspannt und nicht guckt, warum andere so sind, wie sie sind. Man weiß es sowieso nicht, ist auch letztlich uninteressant, soll machen, was sie wollen. Wenn die keine nicht vernünftig in eine Beziehung führen können, sind sie eben nichts für dich, fertig. Und klar, er macht das, ist das Kopffick, sowas, weil er andere Sachen sagt, als er tut. Und das, da geht es einem nicht gut mit, ne? Das heißt aber nicht, dass es irgendwas Besonderes wäre, sondern das heißt einfach nur, dass es toxisch wird, so langsam, ne? Oder schnell auch.
Und ja, und das ist eben so ein Heiß-Kalt-Zyklus ist und der macht eben süchtig, intermittierende Verstärkung, Dopamin, sind immer der gleiche Scheiß, ne? Irgendwie sind wir Menschen gar nicht so kompliziert, ne? Er meldet sich mal mehr, mal weniger, je nachdem geht es mir auch gut, bis wenn er gut hinzukommt, dass er keine Treffen verabredet und diese dann, wenn von mir erfragt werden, wer macht die Dates, die ersten, aber ist ja auch egal, natürlich darfst du dich auch melden, aber er sollte natürlich auch mal was machen, ne? Die Treffen finden auch immer statt. Es gab noch nie Absagen, Negatives gesagt, mir gegenüber auch nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie ich mich verhalten soll, da ich mich nicht gut und sicher dabei fühle. Ja, ich hätte auf so einen Scheiß keinen Bock mehr, aber ey, muss ich dir ganz ehrlich, ey, null Bock. Weiß nicht, das muss einfach zack, 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 ganz klar nach vorne gehen. Date 1, Date 2, Date 3, Progression in der Beziehung, nach ein paar Monaten Family kennenlernen, Freunde kennenlernen. Man verbringt mehr Zeit miteinander, Worte und Taten passen übereinander. Alles andere ist vertane Zeit. Es sei denn, man will, dürfte ja natürlich auch Single-Leben leben. Also dann würde ich lieber sagen, es gibt einfach gar keine Regeln. Ich betreibe Safer Indoor Olympics und nehme einfach nichts mehr ernst, was irgendjemand sagt und gebe aber selber auch keine Commitments und mache einfach, was ich will. Das wäre dann eigentlich eine einfache Lösung. Dazwischen ist eigentlich alles Murks, finde ich. So, ne? Vermutlich habe ich ein Thema mit Verlustangst. Ach nee, also ich glaube, das würde ich jeden verlustängstlich machen. Blöde Kindheit, Pali, Pala, Palo, müssen wir das nicht alles vorlesen, glaube ich. Ich denke da sehr schwarz-weiß, entweder jetzt oder nie. Ja, wenn du wirklich schwarz-weiß denken würdest, hättest du ihn schon längst abgeschossen, glaube ich. Denk ruhig schwarz-weiß. Ego schreit da sicherlich sehr laut und das kleine Kind, ja, absolut richtig, aber ich empfehle ja auch immer ein bisschen Kopf zu daten. Ne? Kleines Kind und Ego können sich an die Bar setzen, ein bisschen chillen und du entscheidest jetzt, wie es weitergeht. Ne? Aktuell denke ich über einen kompletten Kontaktabbruch nach. Gute Idee. Aber it's up to you. Rational super übertrieben, dessen bin ich mir bewusst. Nö, finde ich überhaupt nicht übertrieben. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.